Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Der Raum Wintergarten. Richtig, genau. Ist ein richtig isolierter Wohnraum-Wintergarten, der das ganze Jahr über als Wohnraum genutzt werden kann, voll zum Wohnbereich integriert werden kann. Wir haben in der Front eine Falltür. Die Falltür ermöglicht uns große Öffnungen zum Herstellen im Sommer, wenn das Ganze erforderlich ist, wo man die eigentliche Terrassenfläche nicht verlieren möchte. Wir können den Garten, den draußen Bereich wieder mit reinholen, haben aber trotzdem, vor allem im Winter, 100%ige Dichtigkeit, haben wir 3 Scheiben Isolierverglasung drin, hochwärmegedämmte Aluminiumprofile. Besonderheit hierbei ist, dass zusätzlich noch mehr Klarlack drauf ist. Dadurch ist das Ganze noch wesentlich besser vor der UV-Strahlung geschützt. Der Lack bleicht nicht aus, wird nicht stumpf mit der Zeit. Wir fertigen die Elemente alle komplett selber, haben die ganze Produktion bei uns im Haus. Die Montage selber erfolgt komplett mit unseren eigenen Mitarbeitern. Jetzt ist ja oft im Wintergarten sehr heiß im Sommer. Habt ihr da euch was einfallen lassen? Unsere Anforderung war die, dass wir sagen, wie können wir es vermeiden, eine Außenbeschattung tatsächlich am Wintergarten montieren zu müssen, aber haben trotzdem angenehme Temperaturen in diesem Raum. Die Lösung dafür war Sonnenschutzverglasung. Besonderheit bei diesem Sonnenschutzglas ist, dass ein sehr hoher Anteil von der Sonnenstrahlung direkt von dem Glas schon wieder reflektiert wird. Wenn man sagt, Hitzeschutz ist das eine, aber es ist zu hell, ich möchte noch beschatten, ich brauche was für einen Blendeffekt, dann gibt es die Möglichkeit, solche innenliegenden Beschattungen zu montieren. Das lässt sich aber auch problemlos jederzeit noch nachrüsten. Kann man dieses Wintergartensystem im Nachhinein installieren? Und wenn ja, was kostet es einen? Grundsätzlich ist es so, dass wir zu 80% im Bestand arbeiten. Also der Wintergarten wird prinzipiell fast immer tatsächlich nachträglich ergänzt. Gerade da haben wir den Vorteil durch die Produktion selber, dass wir extrem individuell, extrem flexibel sind und das wirklich an die Gegebenheiten sehr, sehr gut anpassen können. Preislich ist das Ganze immer ein bisschen schwierig zu beziffern, weil es natürlich extrem viele unterschiedliche Ausführungen gibt. Die ganze Montagesituation, das beeinflusst natürlich die Größe, welche Türen und so weiter hat man verbaut. Grundsätzlich kann man aber sagen, ein Wintergarten so wie hier mit ca. 15 Quadratmeter in isolierter Ausführung mit einer Falltür kostet komplett mit Lieferung und Montage irgendwo in dem Bereich um 35.000 bis 40.000 Euro. Das ist eine stolze Summe. Genau. Ich sage danke. Ja, vielen Dank. Ciao. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.